Hallo Freunde, für eine weitere Map-Vorstellung. Ja, ich weiß, vorgestern kam schon wieder eine. Diese Maps fliegen dann hinterher wie nichts, aber egal. Ja, heute ist der Head Valley Head Old Farm dran. Wir schauen mal rein, wie die ist. Ich glaube, die ist sogar... Ich will mich jetzt hier nicht festlegen, aber ich glaube, die ist aus dem 17 auch noch. Also... wo 17 auf der Konsole kam. Ich glaube, ja. Also, wir schauen mal rein. Bis später. Also, ein Card, wollte ich sagen.
Ja, Freunde, hier an der Endcard. Ja, man muss eigentlich sagen, die Map ist schön, der Hof ist schön. Lustig ist, man kann ja alles runterlassen, das ist gut. Man kommt sehr gut auch mit dem Traktor hin. Also man kann auch mit dem Traktor ein bisschen, also in den oberen Strohstock, kommt man sehr gut auch hin. Zum die Quaderballen hinstellen oder rundballen. Allgemein alles schön gemacht. Echt groß, also gut für zwei Spieler. Also wenn ihr zu zweit wollt arbeiten. Das Lustige ist auch beim Restaurant in der Nähe. Also etwas den bemeinten Ablieferdienst. Das Loch, das war noch lustig. Das fand ich noch lustig. Wenn ich reingefallen bin. Ja, und am Anfang habe ich ein bisschen Blödsinn gemacht mit dem Runterjumpen, mit dem Traktor ging. Hätte ich eigentlich als extra rausschneiden sollen, aber egal jetzt. Aber trotzdem echt lustig. Ja, nur mehr, dass die Abgrenzung war, na ja, ging so. Fand ich jetzt nicht so toll. Aber sonst allgemein finde ich sie echt gut. Also, ich fand sie echt gut gemacht, weil ich persönlich ein mega Fan bin davon. Und ja. Was meint ihr dazu? Ihr könnt mir das, wie gesagt, immer in den Kommentaren schreiben. Wenn ihr was gesehen habt oder dran gedacht habt, also dran gedacht habt. Also ich persönlich fand sie toll. Wie sie aufgebaut ist, wie sie gemacht ist, diese Größen und so, echt gut. Und das sind, glaube ich, um die 80, 89 Felder rum. Also auf dieser Map hat man recht viel zu tun. Was ich auch gut fand, war der Wendeplatz oben im Wald. Oder Sammelplatz, egal wie man es nennt. Aber den fand ich auch recht gut gemacht. Ja, sonst allgemein ist sie schön. Also ich hatte schon schlimmere Maps. Wie gesagt, das Ending, ja, das weiter in die Ferne, das würde ich fast 5 von 10 geben. Da war bei der letzten Map besser. War besser gelöst. Aber sonst allgemein ist die Map echt gut. Sonst vielfältig. Groß. Man kann echt viel machen dort. Ja. Allgemein echt gut gemacht. Auch die ganzen Plätze. Ist echt gut. Und ja. Ich hatte schon Schlimmeres gesehen. Aber sonst gut gelöst. Gut gemacht. Schön gearbeitet. Also echt gut. Also langsam alles mit den Maps entwickeln sich langsam gut. Gut, es gibt vielleicht eine oder andere Maps, wo natürlich schon ein bisschen kacke sind, aber das ist jetzt eine von den guten Maps. Also ich freue mich auf weitere Maps. Vielleicht schaffen wir auch mal noch die 80. Vielleicht ein bisschen mehr, ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Ja. Aber ja. Sonst, es war gut. Hat mir gefallen. Ja. Ist eine schöne Map. So, das war's schon wieder mit diesem Video. Wenn dir euch die Map gefallen hat, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Und was sonst dann zu euch gefallen hat, wenn ihr noch kein Abonnent bist, wenn du noch kein Abonnent bist, bitte abonniere mich. Wenn du ein Abonnent bist, bitte aktiviere die Glocke. Wie gesagt, gib einen Daumen nach oben. Folgt mir bitte auf Twitter und Instagram, das ist mein Titelbild. Über den Abonnier-Button, das ist auch mein Zweitkanal verlinkt, Simulator.lp. Sonst schaut euch sonst für Videos, das ich gemacht habe, auf meinem Kanal. Und dann würde ich sagen, ciao Leute!